Eine weitere Möglichkeit, um noch glücklicher und noch erfüllter durch den Tag zu gehen, ist ganz simpel. Sieh, was du hast. Was meine ich jetzt damit? Wir Menschen sind oft so, dass wir sehen, was andere haben und denken, das hätte ich auch gern oder wenn ich das hätte, wäre ich glücklicher. Ich bin ja nicht anders. Aber wenn wir diesen Gedanken umdrehen in sieh, was du hast, wirst du sehen, dass du schon ganz, ganz viel besitzt einerseits und andererseits auch in dir trägst, was noch richtig groß werden kann, wenn du das pflegst und gießt wie ein Pflänzlein. Bei mir war das jetzt zum Beispiel die Stimme. Hey, die war nie top, top, top. Ich bin nicht mit der perfekten Stimme auf die Erde gekommen. Ich musste sie pflegen und gießen wie ein Pflänzlein. Das heißt, Gesangsunterricht, das heißt, die Stimme schonen. Das bedeutet, regelmäßig Übung machen, bis heute zum Logopäden gehen und mich darum kümmern. Das heißt, auch Geld reinzustecken, ja, so Unterricht kostet Geld, um zu sehen, was damit passiert. Ich bin als Kind aus einer Band rausgeschmissen worden, weil ich nicht gut genug war. Habe ich aufgegeben, weil andere gesagt haben, ich bin nicht gut genug? Nein. Sieh, was du hast. Und ich wusste, ich habe eine Stimme und ich wusste, ich habe eine Message. Und da habe ich investiert. Und schau mal, was ich heute machen darf. Was ist es, was in dir schlummert, von dem andere vielleicht auch gesagt haben, pff, wird nie was? Aber du weißt ganz genau, doch, ich trage was Besonderes in mir. Was ist es bei dir? Sieh, was du hast. Sei nicht eifersüchtig, das ist Zeitverschwendung, sondern investier in das, was du hast. Ich wünsche dir einen Megatag und bin gespannt zu sehen, was aus deinem kleinen Sieh, was du hast wird.